Wo ich gerade doch eh dabei bin. Wo ich doch jetzt gerade eh dabei bin. Es ist mir eh zu blöde alles hier. Mir alles viel zu eng, das Ganze. Ich kann überhaupt keine Straße rübersetzen. Ich mach das jetzt hier so. Nee. Das soll schon gerade sein. Genau. So. Und dann müssen wir unsere Auf- und Abfahrten nur wieder dran stöpseln. Moment. Machen wir aber so. Einen schönen kleinen Bogen dabei. Dann passt das auch. So, und jetzt müssen wir nur noch die Straße in die andere Richtung bauen. Ach so, lol. Ich habe gar keine Einzelspur gebaut. Eine Doppelspur gebaut. Genau. So. Und dann lediglich das und das. Dann haben wir es nämlich. Genau so wollte ich das haben. Sehr schön. So, dann können wir nämlich hier auch wieder Gewerbegebiete ausrufen. Ja, ich würde sagen, wir setzen jetzt auch mal direkt es hier so um, dass wir hier auch wieder dicke Straßen kriegen. Ne, die machen wir jetzt eh gleich weg. Aber hier wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Das ist eine Polizeiwache. Die kann sich auch mal gerade da hinsetzen. Genauso wie... Hier ist doch irgendwo noch... Ne, hier schon mal nicht mehr. Ne. Ah ne, doch, da. Da gegenüber ist doch die Feuerwache. Jetzt einfach mal gerade dahin, damit wir nämlich hier unten das Ganze schön erweitern. Was ist denn jetzt hier noch? Arztpraxis. Weiche. So. Zack, zack. Dann können wir nämlich auch hier anfangen, schon mit den dicken Straßen, damit hier auch der Verkehr entlastet werden kann. So. Das heißt, Feuerwache kommt wieder zurück und die Polizeiwache kommt ebenfalls zurück. Und dann können wir hier wieder Gewerbegebiet ausrufen. Zack. So muss das. Welch eine schöne Stadt. So, Thumbnail incoming. Haben wir mal gerade gemacht, damit ich ein Thumbnail schön habe später. Denn es ist ja manchmal auch schwierig, richtige schöne Thumbnails zu bauen. Während die Stadt noch läuft. Oder während das Let's Play läuft. Deshalb werde ich es ab und zu mal so machen, dass ich mal ganz kurz mir eine kleine Szene anfange. Wie so. Und ohne das da oben. So. Ne? Pump. Thumbnail für Folge 8 oder so. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich sage auch immer ziemlich oft so. Fällt mir auf. Das ist halt so eine Angewohnheit. Dass man immer nachdem man etwas geschafft hat, einfach mal so sagt. So geschafft. So. So. Okay, wir machen jetzt aber hier noch eine Straße rüber, würde ich sagen. Damit wir hier auch eine Verbindung haben nach da. Sehr gut. So, wir brauchen dringendst Industriegebiet. Wir müssen eine ganze Menge Industriegebiet bauen. Oder ausrufen. Was ist denn hier los? Das ist ja doof. So, dann haben wir hier auch noch Industrie hin. Wir werden gleichzeitig hier eine Verbindung nebenan noch bauen, die einfach mal so geht. Alles klar. So, dann werden wir die nochmal versetzen. Zack, denn das stört jetzt gerade exzessiv hier, das Ganze. Ist ein Megawatt weniger, wenn ich die hinsetze. Warte mal, haben wir nicht irgendwo einen schöneren Ort, wo ich den setzen kann? Da ist noch zu wenig. Wir können sie hier hinsetzen, weil hier stören sie gerade absolut gar nicht. So, jetzt habe ich da tatsächlich noch einen hingebaut. Also egal, was soll's. Dahin. Und hierhin. So. Zack, zack, zack. So, dann kann ich auch die hier weichen. Die Stromleitung. Die Überlandleitung, die brauchen wir natürlich dann nicht. So, und dann werden wir hier schön Gewerbegebiet ausrufen an dieser Manchmal ist das ein bisschen verhurt, dieses ganze System. So, will ich das haben. Danke sehr.
Oh, was ist denn hier los? Guck mal hier. Für die Berge und alles. Aber hey, ist halt so. So ist halt eine Stadt. Die ist halt nie wirklich gerade gebaut. Die ist halt immer schräg. So, zack. Zack, zack. Alles klärchen. Haben wir doch. Da haben wir doch hingekriegt. Na, passt doch. Grün, gelb, blau. So, Water. Wir brauchen Water. Wie ein Shigi sagen würde, Water. So, zack. Das ist ein Insider aus einem Video mit dem Water. Vielleicht kennt es ja sogar jemand. Wenn ihr das kennen solltet, schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke aber, ihr werdet es nicht kennen. Da könnte ich drauf wetten. So, wir machen das hier so. Haben hier auch wieder alles unter Wasser gesetzt. Und hier ist ja auch wieder alles sehr knapp gelegt von mir. Deshalb werden wir das mal gerade hier so ein Stück erweitern. Hier noch eben was hinbauen. So, und dann. Zack. Und ja, das ist jetzt einfach mal gerade krumm und quer, kreuz und quer. Geht das? Das wäre cool gewesen. So noch. Und cool, guck mal. Ein Pfeil. So, und dann noch. Zack. So, einfach die Symmetrie, aber machen wir das so am Ende. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir brauchen Abwasser. Wir haben sehr wenig Abwasser. Nein, ich will noch nichts kaufen. Ich möchte gerne das hier bauen. So, ach guck mal, die kann ich auch direkt an die Leitung anlegen. Aber wir machen das hier hin. Zack. Mehr Abwasser. Sehr gut. Gut, gut, wobei, da können wir das Abwasser auch eben runtersetzen im Budget. Ach nee, das ist dann direkt Wasser und Abwasser. Und Wasser habe ich nicht allzu viel. Ja gut, ich habe schon viel, aber naja, könnte mehr sein, ne? Dann legen wir es runter ein Stück. Machen wir mal so. Jetzt ist mein Wasser zu wenig. Ah, guck mal gleich mal. Gucken wir gleich mal. So, jetzt müssen wir wieder anbauen. Ich merke es gerade, wir haben wieder hier Mangel an Einwohnern. Was ich natürlich gut finde. So, ich werde das sowieso so handhaben, dass ich erstmal dünne Straßen für die kleinen Wohngebiete hier baue. Werde dann später dafür sorgen, dass ich breitere Straßen baue. Oh, schade, das geht gar nicht. Da will ich zu viel zerstören, ne? Aber wobei, guck mal, hier, ich sehe gerade, hier ist noch eine Leitung. Die können wir eigentlich auch mal gerade eben so weit wegknallen. Weil hier brauche ich die noch nicht mehr, weil ich kann nämlich dann auch so machen. Strom kriegt nämlich dann meine Wasserversorgung von da hinten. Von da. Das heißt, wir brauchen das hier auch nicht. Ich würde eigentlich gerne hier so eine Leitung. Genau hier würde ich noch gerne eine Straße übersetzen. Geht da leider nicht. Naja, gut. Egal, was soll's. Ein bisschen Schwund ist immer. Ah, komm, egal, was soll's. Was soll's. Dann würde ich sagen, machen wir hier nichts hin, weil das da gar nicht geht. Scheiße. So, ich würde so sagen, dass wir hier das Gebiet. Das Gebiet machen wir noch mit normalem Wohngebiet, weil ich denke mal, bis dahin werden wir vielleicht die 7500 Einwohner knacken. Dass wir dann mit großen Wohngebieten weitermachen können. Zack. 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 So, das sieht ja ganz gut aus soweit. Ich habe es leider nicht ganz symmetrisch gebaut. So, um es noch zu retten. Na, geht leider nicht mehr. Machen wir es halt so. So, und der letzte. So. Und dann einfach von hier einfach schöne Straße. Wobei, nee, wobei. Ach, ich kann auch ersetzen. Machen hier doch lieber eine dicke Straße hin. Würde ich sagen.
Genau. Ach, schau mal an. Ich kann von hier aus eine Anbindung ranbauen. Das ist ja geil. Machen wir gleich. Gucken wir mal gerade eben nach Müll gucken. Müll ist ausgelastet. Kein Problem. Wir bauen einfach noch eine dazu. Zack. So. Und dann geht das auch schon. Dann setzen wir den Müll noch ein bisschen weit hoch. So, und dann würde ich sagen, haut das schon hin. Genau. Die fahren jetzt alle los. Perfekt. Nee, ich kann da hinten Anbindungen bauen. Das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir... Also, wir fangen auch schon mal an, die Brücke zu bauen. Auch wenn es zu teuer ist. Gefälle zu steil. Deine Mutti ist zu steil, Alter. Kann aber nicht wahr sein. Moment. Alter, bist du behindert in der Birne. Kann aber nicht wahr sein. Weißt du was, ich baue jetzt einfach rüber. Scheiß drauf. So. Und so. Passt, würde ich sagen. Und dann machen wir wunderschön von hier aus. Müssen wir eben anfangen, ein bisschen krumm zu bauen. Machen wir das einfach mal so. Und machen das von hier aus dann so. Gucken. Bauen wir es so einfach. Perfekt. Oh, das hat mich jetzt zwar Geld gekostet, aber egal. Da habe ich zumindest schon mal meine Straßen gebaut. Welches Wagen geht das? Ne, es geht leider nicht. Egal. Muss man halt von hier aus dann entweder auf die über die Brücke und zurück. Geht halt nicht anders an dieser Stelle. Zack. Und zack. Und wir können eigentlich, wo wir gerade dann eh gerade schon dabei sind, können wir eigentlich auch schon die Abfahrt hier drauf machen. In diese Richtung. Können wir theoretisch machen eigentlich. Ist eigentlich eh unnötig, wenn man ehrlich ist. Das Dumme ist halt nur, die kommen halt von hier runter und können halt nur hier wieder drauf fahren. Aber da hinten können sich ja eh verändern, das heißt, ist eh egal. Also wir bauen uns einfach mal hier die Dingens weiter. So. Zack. Und so. Einfach mal ein paar schöne Bögen reinbauen, damit das nicht so kacke aussieht. Und dann eigentlich nur... Pass auf, wir machen einfach einen Kreisverkehr hinten hin. Sekunde. Ich habe ja schön viele Kreisverkehre hier. Wie war das nochmal? Ach ja, so kann man den drehen, genau. Der ist mir aber zu blöde. Der ist mir zu groß. Der ist auch doof. Der ist zu klein. Der ist viel zu riesig. Das ist noch größer. Der ist gut. Der ist schön. Den können wir zum Beispiel bauen. Das heißt, wir machen jetzt einfach doch nochmal hier weg. Zack, zack. Nehmen den Kreisverkehr, setzen den hier hin. Dann erhöhen wir noch die Straßen, weil das ist eine kleine Straße. No, zack. Oh, wobei, lieber in eine Richtung. Der Sinn eines Kreisverkehrs, dass das alles immer in eine Richtung geht. Und dann binden wir theoretisch einfach nur die Straßen noch hier an. Zack. Zack. Und hier einfach nur noch die Autobahn. Zack. Und was ist zu nah gebaut? Das ist egal. Machen wir nochmal. Zack. So, ist zwar ein bisschen krumm geworden, der Kreis, aber macht ja nichts. Switch, 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 switch. Switch. Hurka, sie sind raus. So. Was zu... Hallo? Aha. Wollte schon sagen. Irgendwas ist doch hier ganz verkehrt gelaufen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Anbindung an unsere Stadt hier hinten. Und was ist denn mit meinem Müll los? Hallo? Ach so, Arbeiter fehlen. Ja, 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 ja. Ich wollte ja gerade bauen. Da habt ihr mich ja gerade gestoppt mit meinem Scheiß hier. So. Was ist denn mit meinem Müll los? Kann doch nicht sein, dass hier zu wenig Müll ist. 18 Fahrzeuge in Nutzung. Ah, komm schon, das kommt schon noch.
So, und oh, ich sehe gerade, die Toten sind auch so ein Problem. Ich habe jede Menge Tote. Ich muss mal dringend einen schönen, großen Dingens bauen. Bauen wir ihn hier hin. Aber wobei, dann leckt er sich da drüber. Weil guck mal hier, das geht halt alles so. Dadurch, dass das Ding runtergeladen ist, ist es halt nicht anständig geskriptet worden. Heißt, wir müssen das... Ach komm, bauen wir ihn einfach hier hin, oder? Weil dann muss der einmal hier außen rumfahren, um von hier wieder ranzukommen. Das ist scheiße. Bauen wir ihn hier hin. Boah, Alter! Puff! Voll reingesetzt, vor die Schneise reingebaut, ey. Hauptsache es ist gerade und alles. Okay, gut. Funktioniert, das Ding sitzt. Ein schöner... Ja, schönes und dehnbarer Begriff, aber mindestens ein Friedhof dahingesetzt. Was hat die Gesundheit? Gesundheit sieht ganz gut aus. Ein Ding ins Reich momentan. Weil nee, es ist zu wenig. Heilungskapazität 100 und ich habe 280. Es ist zu wenig sogar. Das heißt, wir müssen noch mehr von den Dingern bauen. Bauen wir ein Krankenhaus hier hinten hin. Was ist noch mit der Straße? Soll aber schon noch vorbeikommen. So, wir brauchen sogar noch eins, sehe ich gerade. Wir brauchen sogar dringend noch eins. So, jetzt sieht es gut aus, aber wir brauchen dringend noch eins. Müssen sogar noch eins bauen. Ach cool, das geht ja sogar hier hin. Perfekt. So, das sieht doch gut aus. Was sagt eigentlich Polizei? 25% ist relativ hoch, ne? Aber ich habe schon zwei Polizeireviere. Feuerwache? Ah ne, das ist Feuer ist das. Feuerwache. Ja, gut, okay. Polizei. 4% Kriminalität ist... Das ist okay, also es gibt Schlimmeres. So, auf jeden Fall. Ja, das hat soweit, das hat es soweit gebracht. Wir werden jetzt hier den Rest hier werden wir alles mit Gewerbegebieten ausfüllen, weil ich habe davon zu wenig. Und diese kleine Linie hier, die ich habe, die, das reicht nicht, das ist zu wenig. Wir müssen dringend mehr davon bauen. Das heißt, wir werden jetzt hier den ganzen Rest alles mit Gewerbegebieten füllen. Na, warte mal. Dann machen wir es so. Zack. Und dann machen wir hier noch irgendwie... Ne, bauen wir es so, oder? Ne, warte mal. So. Zack. Ja, das geht. Das ist okay. Dann würde ich sagen, go dafür. Machen wir es so. Das noch weg. Und so. Das dürfte reichen auf jeden Fall als Gewerbegebiet. Also das ist jetzt schön. Die bauen sich jetzt hoch, dann benötigen die wieder so viel. Dann bauen die sich wieder hoch und die benötigen dann wieder hiervon was, dass wir dann hier auch wieder hochbauen können. Und im Endeffekt wächst jetzt die Stadt einfach, während wir irgendeinen Scheiß machen können, wie zum Beispiel ein Busdepot oder sowas bauen. Aber ich würde sagen, wir machen mal Ende an dieser Stelle für die heutige Folge. Ich denke, morgen geht's weiter. Oder übermorgen, denke ich mal wohl eher. Und würde dann sagen, vielen Dank erstmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge von City Skylines. Bis dann. Ciao.